Hallo, Manu, und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Star Wars The Old Republic. Ich habe gerade einen Willst du nochmal Lachkrampf. neu anfangen? Nein, wir fangen nicht neu an. Okay, Das gut, das passt schon bleibt jetzt so. drin. Jawohl, Das hast du das in wisst ihr, das habt ihr jetzt so gehört. Ich einer der habe ja auch ersten nicht, anderen der Folgen Dü hat mich gesagt. ja auch, genau, der Dü, nein, das habe ich im Outtake, wo ich das gesagt habe. Richtig, das Und das bleibt aber Outtake jetzt habt ihr drin. dann in der Folge 100 gesehen, genau. Genau. Ja, ist ja auch bald wieder soweit hier mit Folge Ja, auch 100 und so hier, weiter. Nee, genau. also Ja, gut, dauert auf jeden Fall dadurch, noch, dass wir jetzt weil. ja auf 2 Tage gestellt haben, dauert es wieder etwas Genau. länger, aber ja, irgendwann ist es sicher auch wieder zu weit. Das kriegen wir auch hin. So, wir wollen aber erst einmal hier runter. Wir sind ja immer noch in der Schattenstadt und wir müssen die Zugangscodes da unten holen von ein paar Typen. Und Paar ja, dann müssen wir da Typen drüben einbrechen und so, imprimieren den ne? Sicherheitszugang und den Subsystem-Zugangscode. Ja, genau. Und um den Code zu finden, müssen wir irgendwie Leute töten. Fangen wir gleich mal mit denen an, die schreien schon so. So. Ach, da hinten ist noch einer. Hat sich versteckt. So. Der hat nichts außer Credits, nehme ich mal an. Ja, und ein Blasterkolben hast du nicht gesehen. So. Na toll. Das sind Häftlinge, die brauchen wir nicht unbedingt. Und die Häftlinge lassen wir Das stehen, waren auch gerade wir erledigen Häftlinge nur die gewesen. Wachen. Nö, die haben uns angegriffen. Das waren Wachen oder sowas. So wie die da. Also die waren bei mir aber auch grau gewesen. Zumindest ein. Also dahinter war auf jeden Fall, glaube ich, eins gewesen, aber die vorderen waren auf jeden Fall normal. Na, die haben mich aber alle beide angegriffen, also kann eigentlich nicht sein. Na, ist ja auch egal. Ist egal. Okay. Ist ja jetzt auch erstmal zweitens. So, gucken wir mal runter. Unten wird's da, stehen die Typen eher rum. Wir müssen nur gucken, wo wir entsprechende Typen finden. Wir schnetzeln einfach alles weg, was wir finden. Irgendwann wird schon so ein blödes Zugangscode-Teil trocken. Jetzt gerade nicht. Dann halt nicht. So, was haben wir? Guck mal, hier haben wir aber einen Oberwärter. Wir nehmen mal den Oberwärter. Oberwärter. Ja, der wird sicher einen Zugang haben. Wenn der Oberkellner keinen Zugangscode hat, wer dann? Primärer Zugangscode. Oha. Ja, siehst du? Ich habe keinen bekommen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir nicht in Gruppe sind. Scheiße. Ja. Würde Okay. ich mal sagen. War Deswegen waren die schlecht, Mobs, ne? ja, deswegen waren die Mobs bei dir auch grau vorhin, weil ich die zuerst angegriffen hatte. Ach so, ja, natürlich, ja. Okay. Und diesmal warst du halt eher, deswegen ging das da eben nicht. Na gut, dann hauen wir halt weiter und wir finden noch ein paar Oberkellner. Zack, zack, zack. Tja. Aber wenigstens haben wir es noch rechtzeitig gemerkt und haben nicht die ganze Quest hier so rumschnetzeln müssen. Das waren übrigens Häftlinge, aber naja, schadet ja auch nicht. Sind übrigens Gefängniswachen. Ja, Aber das. schadet auch nicht. Nee, nee. Haben doch sowieso So. hier deine Bonusmission, die wir immer hier unterteilen. Hier siehst du jetzt auch Genau. schon wieder so ein Oberwärter. Genau, gleich ja nicht mehr. Und hepp. Bom, da ist er hin. So, der hat natürlich nichts. Vollpfosten. Na toll. Voll fies. Dein Dreck. Häftling, Gefangener, nehmen wir die hier noch mit. Die stehen hier so dumm in der Gegend rum. Ist jetzt wohl hier nur einer, der droppt, oder was? Na toll. Nee, ja, wie gesagt, hier wird die Droprate halt etwas niedriger sein. Das hast du ja auch seltener, das kann ja auch mal passieren. Nee, Ja, das das ist ja gar kann nichts, das nicht ist ja. passieren. Na, natürlich, ein Ion-Controller droppt auch nicht immer alles, oder eine Fiesta. Oder geschweige denn in Minecraft. Klar, droppt da immer alles. So, guck mal, Sofort. der Oberheini ist wieder da. Der ist schon wieder da. Ja, gleich nicht mehr. So, guck mal, was hat er denn? Nichts. Toll. Hat Boah, sich voll nicht der gelohnt. Richtige. Das war der Oberheini, natürlich. Der liegt nämlich immer noch hier. Der Oberwärter. Das war aber auch ein Oberwärter. Ja. Na gut, okay. Dann liegt der andere noch tot rum und da war noch einer. Und hier hinten sind auch noch Mobs, dann hauen wir die halt um. So ein Sicherheitswärter zum Beispiel. Der sieht gut aus. Ja. Die feuert mich in aller Ruhe an. Hat wahrscheinlich keine Lust da hinten. So, der hat was zum Looten. Jawohl, ein Sicherheitscode. Juhu. So, brauche ich nur noch zwei, ne? Ja, zwei.
In Subsystem Zugangstod, kurz. Mach mal tot. Ja. Hier, ich zeig dir, was Zugangstod ist. Genau das. So, hier hinten ist nichts, da kommen wir eh nicht hin. Müssen wir ja erstmal aufmachen. Wir brauchen irgendwie so ein Subsystem. Ja, wir finden schon noch ein bisschen was. Und du brauchst noch deinen Wärter. Brauchst du ja auch noch. Mein Wärter. Aus Wärteron. Das ist Aion. Ach so, kann ja keiner wissen. Das verwechselt man ja auch mal. Das kann so schnell passiert, das ist ja nicht schlimm. Von Goku Son. Kennst du Goku Son? Nee, ich kenne nur Son Goku. Achso, okay, dann habe ich das verwechselt. Tut mir leid. Ja. Magst du Son Goku? Schöner Name, ja. So wird mein Junge auch mal heißen. Ja. Okay. Ja. Wie viel Geld hast du dafür bekommen? Nichts. Okay. Kennst du nicht den Joke, der ab und zu mal auf Facebook kommt? Ja, jetzt weiß ich schon. Ja, da siehst du. Aber da geht's irgendwie auch mit um Geld, deswegen habe ich gefragt. Nee, da geht's nicht um Geld. Da geht da, wie war's? Wird er abgeschlossen, ja, glaube ich. Die Mutter gibt dem Vater einen Auftrag und der sagt, ja, ich mache alles, was du willst und dieses und immer und erfüllt das auch. Und der Sohn fragt halt, ja, du Papa, warum machst du eigentlich immer alles, was Mama sagt? Ja, gut, wir haben eine, als du geboren wurdest, haben wir eine Vereinbarung getroffen. Wenn ich immer alles mache, was die Mama sagt, dann darf ich den Namen aussuchen. Aber war es das auch wert, Papa? Ja, Son Goku, das war's. So, da hinten ist noch ein Oberwärter. Ja, Son Goku. Stimmt, ja, den kenne ich. Okay, so ging das. Ich dachte, das ging aber irgendwie mit Geld, aber okay, gut. Ja. Stimmt schon. So, nimm du mal das Zeug mit. Genau. Ich habe leider immer noch nichts bekommen, Manu. Voll unfies. So, mal gucken, wo sind wir denn eigentlich? Immer noch im Bereich, ja. Ansonsten rennen wir mal, weil da hinten ist eh gerade einer, rennen wir mal einfach hier hoch. Das geht ja auch. Und rennen mal hinten rum, vielleicht finden wir ja jemanden. Schnetzel nebenbei den Typen hier noch wieder. Weg. So. Ich laufe schon mal weiter. Ja, einer weniger. Lalalala. Gibt's hier oben Mops? Gibt's hier oben Mops? Ich brauche Drops. Oh, da ist eine Kiste. Oh, ein Subsystemwärter, na, guck einen an! Na, gucke da! Immer diese Husterei. So, Subsystem, plopp. Cheater. So, mittelschwere Rüstung, hier brauche ich nicht. Kannst du haben. Das Ding nehmen wir auch mit. Okay, hast du alles jetzt eigentlich? Ja, ich muss noch den Schrott plündern. Ich brauche glaube ich noch einen. Nee, ich habe alles. Okay, hat sich erledigt. Ich plündere mal den Schrott hier. Wo ist er denn? Steht die dumme in der Gegend rum und macht nichts. Hallo, Mädel. Hörst du dich mal? Hörst du mich noch, Dü? Ja, ich höre dich noch. Okay, nicht, dass ich hier einen Leck hätte und das Mädel will noch nicht hier. Komm, die. Dann schicke ich die mal woanders hin. Kann ja wohl nicht wahr sein, dass die hier keine Lust hat hier. Hallo. Okay. Komm, geh mal was verkaufen, Typ. So, hau ab. Verstanden. Okay, jetzt kann ich das selber looten. Hopp. Okay, so, musste sein. Jetzt müssen wir, wo müssen wir dann eigentlich hin? Achso, wir müssen erstmal zur SSID-Basis zurück. Na, dann nehmen wir den Hinterausgang her. Okay, weiter geht's. Achso, ja. Was stehen die auch hier dumm in der Gegend rum? Meine Güte, das war 3 gegen 3, die müssten doch wissen, dass sie dann gegnerisch keine Chance haben. 3 gegen 3. Warum hast du die? Ah ne, die habe ich doch wieder angelockt. Ja, wo bist du denn? Da bist du. Okay. Klappt doch. Bim, 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 bim. Juhu, tot. Sei er tot? Sei tot. Jetzt ist er tot. So, den Oberwärter haben wir voll und ganz. Was müssen wir jetzt machen? Na, wir gehen jetzt erstmal wieder dahin, wo wir herkamen, am Anfang der Folge, und sagen dem halt die Codes, damit er die Codes kopieren kann, weil für den Fall, dass wir da drin sterben, schickt er halt andere rein. Achso, war das nicht eigentlich eine Heldenlust-3-Mission dort gewesen? Nein, das war keine. Das habe ich doch aber gerade irgendwie im Kopf, dass wir das in der letzten Folge irgendwann mal machen wollten. Ja, die wollen wir auch machen, genau, die wollen wir auch machen, aber das hier ist nicht gerade die hier.
Da, also jetzt die kommt natürlich, noch. Das weiß ich schon, dass das jetzt natürlich nicht die Helden plus 2 ist, ne? Ja. Aber wir wollten da, glaube ich, am Ende der letzten Folge, wollten wir eigentlich, glaube ich, das sogar machen. Weil dazwischen liegen halt wieder ein paar Tage. Ja, ja, sind da schon hin. Warum haust du dich da eigentlich mit den Häftlingen? So. Ich bin halt Walter. Ja, kennst du noch Walter? Fair Walter kann ich. Hä? Fair Walter? Kennst du ja nicht die Walter? Ach so, die Walter. Ne, so einen Scheiß gucke ich da auch nicht an. Das ist genau. Aber ich hab's früher ja irgendwie immer geschaut, so, weil. Ja, weil du bist halt ein Mädchen. Nee. Na klar, deswegen guckt man auch Frauenknast an. Oh, du bist falsch. Ich bin falsch. Okay. Ja, ich bin richtig. Ich bin schon da. Lalalala. Ist Lara eigentlich auch wieder da? Ja, ist gut. Na, siehste. Schrott hat sie ja schon verkauft. Kommst du denn irgendwann mal, oder? Ja, ich habe hier gerade 4 Imperiale an mir dran. Ach so. Dass du immer wieder alles an dir dran hast. Bekommst du eine Gesprächsmitteilung? Nein, bekommst du nicht. Nein. Weil ich noch im Kampf bin. Sonst hätte ich dich per Holo geholt. Ich kann helfen. Jetzt kann ich mich am Gespräch beteiligen. Dann mach es. Ich habe die Codes. In Ordnung. Lasst mich sie scannen. Wenn das nicht funktioniert, haben unsere Techniker das nächste Mal wenigstens einen Startpunkt. Es wird aber funktionieren. Bis zum Abend wird Lager 27 Geschichte sein. Hoffentlich habt ihr damit recht. Die Codes werden nicht mehr lange gültig sein. Beeilt euch und benutzt sie, um reinzukommen. Verschafft euch Zugang zur Sicherheitskonsole und sagt mir, wenn ihr drinnen seid. Wenn euch alles gelingt, werdet ihr einen echten Helden der Republik befreien. Okay. Helden der Republik. Oh, guck mal, da ist eine neue Quest. Hallo, du. Hallo, Agentin, du. Alles. Hallo. Alles. Hulu. Genau wie die letzte Folge, 2 Meter davor, Hulu. Das sollte man mal rückwärts abspielen. Das klang jetzt wirklich, als hätte der irgendwas rückwärts gesagt. So. Der Auftrag erfordert Mut. Mut. Ja, genau. Der Auftrag erfordert Mut. Rajonatofu. Zakazag urgelu qualkunkas urtumu nula uma. Uwata male subuzu vuzu jemuja dul lunu. Ich werde helfen, so gut ich kann. Onjornaron. Uju nun sab tutub guzu aga nueska numska bala. Hast du das jetzt gehört? Die hat gesagt, und laut ist auf YouTube hoch. Ja. Die hat eindeutig gesagt, und laut ist auf YouTube hoch. Richtig. Okay, machen wir natürlich. Nur deswegen, nur wegen dieser einen Aussage machen wir überhaupt das Let's Play. Nur wegen dieser Dame, ne? Ja, weil wir eben immer alles machen, was wir uns die Leute sagen. So, wo müssen wir denn hin? Da unten müssen wir hin. Hier, ein harter Verkauf da. Da gucken wir da mal hin. Du wirst doch sowieso, du bist auch einer der von den Leuten gelenkt wird. Ja, bitte. Was denn? Kleider. Geht's. Lässt dich doch sowieso von jedem und, ja, außer von dir. Beeinflussen. Außer von dir. Außer von dich beeinflusse ich. Ja. Insofern wirst du ja von jedem beeinflusst, da ich von jedem beeinflusst werde, nur indirekt. Du lässt dich doch sogar von unserem Staat beeinflussen. Nee, von dem nicht. Dem trete ich in den Hintern, wenn er das nächste Mal kommt. Okay. Kann doch nicht wahr sein hier. Einfach Diäten wollen. Und nichts dafür leisten. Stillhalten. Wie komme ich jetzt hier runter? Absteigen? Ja, das Symbol war bei mir nicht da, ne? Also, ach so, oder oh, ja, noch einer. Genau, ich hab mich kurz mal gefragt, wie ich jetzt hier runterkomme. Wenn das Symbol so halt nicht da ist, kannst du nur den Skill verwenden, geht auch. Springst du direkt vom Kleid höher auf die Mobs. Hallo, Kessler. Hallo. Chaskruni do pat kurira do kanki kung. O grani tampio da pushi wompa. Hat er jetzt gerade gesagt, ich habe eine ganz dicke Wampe? Guter.
Wohin soll ich mich begeben? Piti do tenya go kaka jujo. Da biska ku paliya. Du bist der Kuh. Tequila und passa do biska. Und wenn wir fertig sind, gibt uns ein Tequila aus. So jetzt frei übersetzt. Okay, ich würde aber sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal, bis denn. Tschüss. Tschüss.